Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video vom Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier auf meinem Kanal Blindverkostung und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für diese Flasche zu zahlen? Ja, und dann suche ich mir eine Flasche aus. Und zwar die Flasche erstmal hier nur die Position. Und das ist die Position 27. So, jetzt muss ich mal kurz 28, 27. So, das ist die 27. Flasche. Aber da drin oder dahinter ist eine Zahl und erst diese Zahl sagt aus, was ist es hier für ein Whisky. Ich habe keine Ahnung, was ich gleich im Glas haben werde. Ihr wisst es schon, das steht ja schließlich im Titel von diesem Video drin. Aber ich habe im Moment noch gar keine Ahnung. Ihr seid klüger als ich. Und dann könnt ihr euch jetzt freuen, ob ich, wie weit ich daneben liege oder ob ich jetzt einen guten Whisky niedermache oder einen schlechten Whisky, also einen preiswerten Whisky, hochlobe. Ist beides schon passiert und das ist auch gut so. Oh, vielversprechend. Hat Wumms in der Nase, direkt diese roten, vollreifen Früchte. Sherry, richtig in eingelegte, richtig in Alkohol eingelegte, schöne rote Früchte, die ihr Aromenpotenzial so richtig rauspfeffern, ja. Ich würde sagen, leicht Erdbeere dabei. Und jetzt kommt ein, komischerweise habe ich jetzt so eine Art Rye, erstaunlich, würzige Rye-Momente. Jetzt habe ich gerade so richtig die würzige Rye. Und er wird immer reiger. Kein Sherry, Rye. Eindeutig Rye. Schöner, satter, kräftiger Roggenanteil. So, also bin ich mal gespannt, wie der auf der Zunge so sich gibt. Also jetzt habe ich mich schon stark aus dem Fenster gelehnt. Also könnte ein amerikanischer Rye Whisky sein, ja? Häufig habe ich ja bei Rice, also es gibt nicht häufig, aber es gibt welche, die haben entweder Banane- oder Dill-Charakter. Der nicht. Der hat einen eher noch frischen Charakterzug dabei. Hm? So ein bisschen mentholig. Lot 40? Hm? Habe ich schon lange nicht mehr im Glas gehabt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Whisky so auf der Zunge zu bieten hat. Roggen, Rye, Süße. Wirklich richtig süß. Wow. Ein Männer-Whisky. Ja, aber trotzdem süß, dieses starke, leicht herbe Geschmack dabei. Mm. Ganz, ganz toller Roggenwhisky. Ganz toll. Ja, Furey glaube ich kaum, weil den habe ich ja erst vor kurzem gehabt. Aber ganz toller Whisky. Ganz toll. Mm. 45 Euro. Würde ich auf den Tisch blättern. Richtig gut.
Charakter, Härte, Herbheit. So will ich einen Roggenwhisky haben, ehrlich gesagt, ja. Boah, schön. Gefällt mir. Also wenn es der Lot 40 sein sollte, der kostet glaube ich 40 Euro. Ich sage hier jetzt 45 Euro. Aber schön. Doch, gefällt mir. Sekunde war ich leicht ins Träumen geraten. Ganz schöner, kräftiger Whisky. Mag ich. Okay, gut. Ja, ich sag mal Amerika, also Kanada, USA. Das denke ich, er ist Roggenwhisky. No Statement. Natürlich, ich sage ein paar. Ich würde bereit sein, 45 Euro dafür zu zahlen. Er ist wirklich ein sehr rassiger Whisky. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, Koval, Rye, der hat auch ganz schön Wumms gehabt. Der war, glaube ich, 50 Euro. Ich bleibe aber bei 45 Euro. Ich finde, 45 Euro wäre ein super Preis. 45 Euro. Ich gehe mal 1 Euro hoch. Ja? Also einfach jetzt aus Frag, weil ich sage, nee, der ist schon vielleicht eine Spur besser als 45, 46 Euro. Da, 46 Euro. So, und jetzt löse ich auf. Ihr wisst es schon, ich weiß es nicht. Ja, er ist schon mal ziemlich dunkel. Jetzt hab, oh, ich hab, ah ja, ich habe zum Glück zweimal aufgeschrieben. 112. 112 ist angesagt. Die 112 sucht ihren kleinen Timmy. Timmy ist irgendwie verschütt gegangen. Also 112, 112, 13 und jetzt 112 Buffalo Trace, 45%. Also wie die Prozentzahl ist, nicht die Eurozahl, 24 Euro. Wow. Ich habe den Literpreis hab ich gekauft, also eine Literflasche, da hat die 33 Euro gekostet, Stand 2020. Kentucky Straight Bourbon, 45 Volumenprozent, ausbalanciert, süß mit leichten würzigen Akzenten, leicht mit trocken, Würze und Vanille, mittellang ist der Abgang. Kentucky Straight Bourbon wurde stärkeren Alkoholgehalt als üblich abgefüllt. Ja, ich weiß nicht, wie jetzt der Mesh-Tan ist, also kann ich nicht unbedingt sagen, aber Buffalo Trace, ich sag's ganz ehrlich, das ist mein Lieblingsbourbon, ja, also Buffalo Trace, als ich den dann getrunken habe, also nicht blind, habe ich gedacht, boah, gut, das ist mal ein schöner, richtig guter Bourbon, ja, also der hat was, ja, und ich muss sagen, jetzt in der Blindverkostung hat er gezeigt, jo, ich mag ihn einfach, er ist gut, ja, er kann mit sehr, sehr guten Whiskys mithalten, der kostet 24 Euro bei einer 0,7 Liter Flasche, ein super Preis, ja, also kann man überhaupt nicht sagen, also lass da den Jim Beam und Black und was gibt es dann noch, den Jack Daniels, die kosten so um die 17, 18, 20 Euro, liegen, kauft euch den Buffalo Trace, öffnet, genießt. Wirklich toller Whisky, wirklich ein ganz toller Whisky. Ich bin also wieder mal begeistert, wie ich ihn blind doch so hoch bewertet habe. Und hier könnt ihr auch mal wieder sehen, was es für ein Vorteil ist, wenn man Blindverkostung macht. Da ist man nämlich unvoreingenommen und sagt dann, okay, das wäre ich bereit dafür zu zahlen. Und 46 Euro und 24 kostet der. Da sage ich nur, top Whisky, ja. Ja, das war's dann von Blind Whisky. Ich hoffe, euch hat das Whisky-Video gefallen. Ich habe heute auf jeden Fall meinen super Spaß gehabt und ich kann nur sagen, genießt eure Whiskys. Bis dann, tschüss.